Hallo zusammen und herzlich willkommen. Beim letzten Stream ist mir ein alter Trick wieder eingefallen, den ich schon komplett vergessen hatte. Mit diesem Trick kann man sämtliche Zufallsbegegnungen, die es in Fallout 4 gibt, provozieren und für sich nutzen. Ein sehr einfacher Trick, der auch sehr nützlich ist und trotzdem kennen den sehr viele Leute immer noch nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch das jetzt mal einfach in Videoform. Als erstes reisen wir mal zum Polizeirevier Cambridge. Das ist da, wo wir auch zum ersten Mal auf Paladin Dance treffen. Dort geht ihr einfach rechts neben dem Polizeirevier durch das Tor, dann links die Straße entlang, biegt dann rechts ab vorbei am gelben Auto, bis ihr zu der umgefallenen Werbetafel kommt. Und dort geht ihr dann einfach links die Häuserwand entlang und schon trefft ihr mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine der vielen Zufallsbegegnungen in Fallout 4 an. Das können entweder beliebige Gegner sein, die oft auch gegeneinander kämpfen. Oft, und hier kommen wir zum nützlichen Teil, sind auch legendäre Gegner mit dabei und ab und zu auch einzigartige Begegnungen, wie beispielsweise einzigartige Händler, die ihr dann für eure Siedlungen rekrutieren könnt. Ihr trefft hier allerdings nicht immer eine Zufallsbegegnung, also wundert euch nicht, wenn es ein, zwei Mal nicht klappt, aber meiner Erfahrung nach würde ich sagen, mindestens 60-70% der Versuche sind erfolgreich. Um das Ganze zu optimieren, teleportieren wir uns als nächstes zum Starlight Drive-In. Diese Location ist auch wirklich nützlich, da sie schon von Anfang an fast erreichbar ist und somit auch mit einem ganz neuen Charakter genutzt werden kann. Dort angekommen, dreht ihr euch einfach um 180 Grad, läuft dem gelben Bus entlang und werdet von einem tollwütigen Brahmin attackiert. Nein, in der Regel nicht, Quatsch. Ihr lauft einfach dem gelben Bus entlang, guckt nach rechts und schon dürftet ihr unter der Brücke eine Zufallsbegegnung sehen. Ich weiß nicht, ob die Locations unterschiedliche Zufallsbegegnungen bevorzugen, ob es wahrscheinlicher ist, bestimmte Sachen anzutreffen. Mir kommt es so vor, aber ich weiß es nicht. Bei der ersten Stelle, die ich euch gezeigt habe, finde ich zum Beispiel fast mit jedem Charakter immer sehr schnell den Gelehrten, einen speziellen Händler im Spiel. Also gehe ich davon aus, dass der wirklich sehr gerne an diesem Ort spawnt. Und hier noch eine kleine Hiobsbotschaft, was das angeht. Denn obwohl das Spiel inzwischen schon 100-mal gepatcht wurde, kann es tatsächlich passieren, dass die Zufallsbegegnungen kaputt gehen. Ich habe selbst mit meinem alten Level 120 Charakter genau dieses Phänomen, dass Zufallsbegegnungen nicht mehr oder zumindest so gut wie nicht mehr auftreten. Mit diesem Charakter habe ich diesen Trick ungefähr 5 bis 10 Mal circa versucht und habe keine einzige Zufallsbegegnung gefunden. Sollte das auch bei euch der Fall sein, könnte es tatsächlich sein, dass auch ihr diesen Bug habt. Und ich kenne leider keine Möglichkeit, diese Zufallsbegegnungen für diesen Charakter wieder zu reparieren. Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass man alle einzigartigen bereits gesehen hat. Und ich kann euch nur sagen, dass ich dieses Erlebnis nur mit sehr alten, sehr hochleveligen Charakteren gemacht habe. Bei den neueren Charakteren funktioniert es eigentlich fast immer. Versucht's einfach mal und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr getroffen habt. Und von meiner Seite war's das auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Hier seht ihr jetzt gleich noch ein paar Videos, die euch vielleicht auch noch interessieren könnten. Und zu guter Letzt sei noch gesagt, wenn ihr den Kanal ganz besonders unterstützen wollt, dann schaut unbedingt auf Patreon vorbei. Schon mit einem winzigen Betrag könnt ihr den Kanal wirklich supporten und ihr erhaltet dafür sogar noch Zugriff auf exklusive Videos nur für Patreons. Danke fürs Zusehen. Ciao.